Heute werden wir die Etappen 3 und 4 des rund 60 Kilometer langen rheinland-pfälzischen Teils des Lahnwanderweges kennenlernen. Von Obernhof, der Perle der Lahn, geht's zunächst durch eine atemberaubende Natur über die Oranierstadt Nassau bis zur berühmten Bäderarchitektur im Kaiserbad Bad Ems. Die Etappe 4 bietet Lahn mediterran, von der Sonne besonders verwöhnte Hänge, die kühle Rupertsklamm und die romanische St. Johanneskirche an der Mündung der Lahn in den Rhein. Unser Wanderblogger Jörg Thamer wählte heute die bequeme Anreise mit der Bahn. Der Blick auf Obernhof überrascht durch üppige Weinberge und lässt Vorfreude auf das Kennenlernen von Lahnwein aufkommen. Als Landmarke über dem linken Lahnufer beeindruckt das Kloster Arnstein. Der Weg führt weiter in Richtung der traditionsreichen Oranierstadt Nassau, die von der mächtigen Burg Nassau bestens bewacht wird. Hier sollte der kleine Stadtrundgang nicht fehlen. Neben einer recht quirligen Innenstadt lohnt sich auch der Blick auf ruhige Szenen. Über den Lahnort Dausenau mit dem berühmten schiefen Turm, wohl der einzige in Europa neben Pisa, und der tausendjährigen Eiche geht es über luftige Höhen nach Bad Ems. Die Treppen hoch zum Concordia-Turm sollte man auf jeden Fall überwinden. Es lohnt sich wirklich. Ja, als Wander- und Reiseblogger bin ich ja viel in der Welt unterwegs. Aber dieser Blick hier vom Concordia-Turm bei Bad Ems ist mit einer der schönsten Ausblicke, die ich persönlich kenne. Der Lahnwanderweg hat gerade auf dieser Etappe sehr viel zu bieten. Man durchwandert verschiedenste Landschaften. Man wandert quer durch Hessen und 65 Kilometer wandert man auch hier das schöne Rheinland-Pfalz. Bis dann die Lahn und damit auch der Lahnwanderweg in Niederlahnstein endet. Man erlebt dabei verschiedene Landschaften. Hier das untere Lahntal überzeugt vor allen Dingen durch die engen Täler, durch die sich die Lahn schlängelt. Rechts und links hohe Felsen. Und in der Mitte immer die Lahn. Und man hat immer wieder solche Ausblicke. Das ist bei Weitem nicht der einzige, den man hier an der Lahn hat. Auf dem Weg von den Höhen herab wartet noch eine kleine Überraschung. Ja, das sind so die Sachen, die mir beim Wandern besonders Spaß machen, wenn man um die Ecke kommt. Und dann steht man plötzlich vor den Heiselmannshöhlen. Das sind Karstverwaschungen. Aber hier ranken sich natürlich in Bad Ems einige Sagen um diese kleinen Höhlen. Früher dachte man halt, dass da die Heinzelmännchen drin arbeiten und Gold schürfen. Das ist halt das Tolle, man weiß eigentlich nicht, was hinter den nächsten Ecken kommt. Und dann sieht man so ein Naturphänomen. Dann führt der Lahnwanderweg mitten durch Bad Ems, das ehemalige Kaiserbad mit seinen historischen Gebäuden und Anlagen. Eine kleine Wanderung in Bädergeschichte und einige Schlucke vom gesunden Mineralwasser warten hier auf den durstigen Wanderer. Wild, romantisch und vor allem kühler wird es im Naturschutzgebiet Rupertsklamm bei Lahnstein. Der kleine Bach hat die Klamm auf rund 2 Kilometer tief in den Tonschiefer und Sandstein eingegraben. Einen würdevollen und schönen Abschluss des Lahnwanderwegs bildet die romanische Johanneskirche an der Mündung der Lahn in den Rhein.